أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nach einer langen Pause nach einer zu langen Pause sind wir wieder zurück in unserer Dienstagssitzung Alhamdulillah bei den Aphorismen oder Weisheitssprüchen des Ibn Athaillah al-Iskandari. Qaddas Allahu sirrahu. Und wenn man die Bedeutungen zusammenfasst, die wir jetzt in der Koranrezitation gehört haben, die ersten Bedeutungen, dann geht es darum, dass es heißt, sprich, o Gesandter, sprich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprich, o ihr meine Diener, die ihr gegen euch selbst gesündigt habt, die ihr gegen euch selbst verschwenderisch wart, die ihr gegen euch selbst viele Sünden begangen habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit von Allah. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden und er ist der Vergebende, der Barmherzige. Und dann heißt es, und kehrt zu ihm zurück, und ergebt euch ihm, das heißt, ergebt euch seinen Weg, gebt euch den Normen, die er etabliert hat für euch und den Weg, den er euch vorgezeigt hat und geht diesen Weg und seid gewissenhaft auf diesem Weg, bevor die Strafe zu euch kommt. Und das ist sinngemäß. Und das ist eine passende Rezitation für das, worüber die Hekam, die wir heute behandeln, auch sprechen. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir einen Befehl haben, den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen und Gutes zu tun. Und dass wir vom Herrn der Welten den Befehl bekommen, das, was er als schlecht deklariert hat, zu vermeiden. Und nicht gegen den Weg, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat, der im Koran aufgezeigt ist, den der Prophet aufgezeigt hat, sallallahu alaihi wasallam, nicht gegen diesen Weg zu verstoßen, was wir Sünden nennen. Und es geht im Prinzip um die Wirkung von guten Taten und die Wirkung von Sünden, einerseits auf unser Herz und dann im Weiteren auch auf unsere Zukunft, auf unser Jenseits und so weiter. Und das ist so das große Thema hier. Und in der Hikma Nummer 48, der wir heute beginnen, sagt Ibn Athaillah al-Iskandari, min alamat al-maut al-qalb, adam al-huzni, alama fataka min al-ta'at, wa adam al-nadami, alama irtakabta min wujud al-zalat. Ein Zeichen für den Tod des Herzens ist mangelnde Trauer über die Gelegenheiten zum Gottesdienst, die dir entgangen sind. Und keine Reue mehr ob der Fehler, die du begangen hast. Also, er beschreibt jetzt zwei Dinge, die uns alle betreffen. Nämlich einerseits, dass ein gläubiger Mensch Sünden begangen hat. Das ist eine Sache. Und das Zweite ist, oder eigentlich in der Reihenfolge, wie er sagt, das Erste ist, dass man Gelegenheiten gehabt hat, Gutes zu tun und diese Gelegenheiten nicht genützt hat. Das ist der erste Zustand. Und der zweite ist, dass man nicht nur, dass man sozusagen Gelegenheiten zum Guten versäumt, sondern dass man Gelegenheiten zum Schlechten sozusagen am Schopf packt und das Schlechte begeht, also Sünden begeht. Und das ist das Thema hier. Und er bringt es in einen Zusammenhang mit dem Tod des Herzens. Was meint er damit? Er meint, dass das spirituelle Herz vom Menschen absterben kann. Dass das spirituelle Zentrum, das Zentrum, mit dem wir uns auf Allah subhanahu wa ta'ala ausrichten können, auf das Allah subhanahu wa ta'ala blickt, dass das ist, womit dessen Heil sozusagen über unsere Zukunft entscheidet, dass dieser innere Kern in uns im Laufe der Zeit absterben kann. Der kann lebendig sein, der kann in einem guten Leben sein, kann sehr lebendig sein, der kann eingeschränkt lebendig sein, und so weiter und so weiter. Und der schlechteste Zustand ist, dass dieser Kern einfach abstirbt, sodass man nichts mehr fühlt,
die Gefühle, die wir haben sollen, die die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrechterhalten, dass die einfach absterben, dass wir über Allah subhanahu wa ta'ala hören, über Paradies hören, über Hölle hören und so weiter und keine Gefühle mehr dabei empfinden, nichts mehr, dass es einfach egal ist, geht hier rein und dort raus. Und dieser Zustand, in dem wir kommen können, und ich glaube, jeder kennt den Zustand bis zu einem gewissen Grad, zumindest aus Phasen seines Lebens, wenn nicht aus dem Jetzt-Zustand. Und über diesen Zustand spricht, über den Tod des Herzens. Also es ist so, wie wenn er sagen würde, es gibt zwei Pole für das Herz. Es gibt einerseits das Qalb al-Salim, das im Koran erwähnt wird, das heile Herz, und auf der anderen Seite eben der Tod des Herzens. Der Prophet beschreibt es damit, dass jedes Mal, wenn man einen Fehler macht, wenn der Mensch eine Sünde begeht, ist es ein schwarzer Fleck sozusagen auf diesem Herzen. Und entweder wir bereuen diese Sünde, dann geht dieser schwarze Fleck wieder weg, oder wir tun das nicht. Und dann verschmutzt sich das Herz und wird sozusagen immer dünkler, bis irgendwann einmal es vollkommen sozusagen verdunkelt ist. Bel Rana ala Kulubihim. Kennen wir immer nun. Ran ist das, also wie eine Kruste, das Herz, das innere Herz verkrustet sozusagen durch schlechte Taten. Und darüber spricht er. Und wichtig ist hier, dass es nicht um, also das Ziel oder den Idealzustand, den hier beschreibt, ist nicht Sündlosigkeit. Weil die Freiheit von Sünden ist Propheten vorbehalten. Sondern das, was er beschreibt, ist, dass unser Inneres so lebendig bleibt, dass wenn wir eine Sünde begehen, dass wir sie bereuen. Und wenn wir große Gelegenheiten versäumen, dass wir traurig darüber sind. Und das ist der Zustand, der dem Leben des Herzens, in einem lebenden Herz entspricht. Und er sagt sozusagen, er sagt uns, liebe Geschwister, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du merkst, dass du Sünden machst und es tut dir überhaupt nicht mehr weh, dann stimmt etwas mit dir nicht. Oder dann ist der Zustand deines inneren Herzens sehr, sehr schlecht geworden. Wenn du nicht mehr traurig darüber bist, dass du schöne Gelegenheiten gehabt hättest und die versäumt hast, und jeder von uns hat viele, viele, viele Gelegenheiten gehabt, und jeder von uns hat jeden Tag Tausende und Zehntausende Gelegenheiten, was Gutes zu machen. Und es ist uns einfach egal, und wir die Tage vergehen und gehen rein und kommen und gehen, und wir tun nichts Gutes in diesen Tagen, wir wissen, was wir getan haben, dann sind wir von einer Krankheit befallen. Und diese Krankheit ist im schlimmsten Fall, ist es, was sagt, der Tod des Herzens. Genau. Und ich glaube, in Tejal Arus sagt er das, dass ein toter Körper, wenn du einen toten Körper mit einem Schwert zerschneidest, ist ihm das egal, richtig? Ein lebendiger Mensch, wenn in einen Nadel sticht, schreit er. Und das ist der Zustand, das ist der Zustand von Herzen. Ja? Wenn jemand, der lebendig ist, der innerlich lebendig ist, was Kleines macht, dann spürt er das und es tut ihm weh und so weiter. Aber wenn jemand, dessen Herz einfach gewöhnt ist an diese Sünden und so weiter, dann irgendwann einmal kommt man in eine Situation, in der man die größten Sünden macht und es nicht mehr bereut. Oder was noch eine schlimmere Form davor ist, dass man darüber lacht. Das gibt es auch unter Muslimen, dass man über bestimmte Sünden spricht und die lachend erwähnt. Ja? Oder mit Stolz erwähnt und so weiter. Genau. Und das ist etwas, das ist sozusagen die Zusammenfassung dieser Hikma. Ein Zeichen für den Tod des Herzens ist die mangelnde Trauer über die Gelegenheiten, die dir entgangen sind, und keine Reue mehr zu fühlen über die Fehler, die du begangen hast. Genau. Und für uns ist eine Sache daran wichtig, also als Message, die wir nach Hause mitnehmen können, ist, dass das Versäumen von Gelegenheiten auch sehr problematisch ist. Also es ist einfach und dass wir eigentlich jeden Tag Gelegenheiten versäumen und jeden Tag Chancen hätten, Gutes zu tun, Kleines oder Großes. Und dass wir halt alle uns irgendwie ein bisschen aufwachen diesbezüglich
und mehr bewusster sind mit unserer Zeit und bewusster sind mit den Chancen, die wir haben, auf allen Ebenen. Also ob es jetzt die Chance ist, dass ich sage, du könntest in jeder Sekunde könntest du Salawat auf den Propheten machen, könntest du Istighfar machen, könntest du La ilaha illallah sagen, oder an jedem Tag hättest du, wie viel Zeit hätten wir heute gehabt, Koran zu lesen? Oder wie viel Zeit hätten wir gehabt, einfach ein Buch zu lesen? Also zusätzlich zum Koran, ein Buch zu lesen. Ja, wie viel, also einfach, wenn man es auf einer ganz banalen Bildungsebene sieht, ja, wie viele Chancen hätten wir jeden Tag, statt uns durch irgendwas durchzuscrollen, einfach einmal ein Buch zu nehmen und zu lesen. Und ich glaube, jeder in der Zeit wundert sich darüber, wenn man sich 5 Minuten Zeit nimmt und eine Seite von einem Buch liest, dann wow, was war das für ein Erlebnis, richtig? Und wie viele Möglichkeiten hättest du gehabt, zu Menschen was Gutes zu machen? Wie viel von deinem Geld hättest du statt für irgendwas Sinnloses, für etwas Sinnvolles ausgeben können? Das sind alles Gelegenheiten. Ja. Wie viel Chance hättest du gehabt, mit deiner Familie zu sein? Wie viel Chance hättest du gehabt, zu deiner Familie gut zu sein? Ja. Und all diese Türen werden bald zugehen, für uns alle. All diese Türen werden zugehen. Ja. Und es muss immer klar sein, die Gelegenheiten, die wir noch haben, sind wenige. Wie viele Tage werden wir noch auf der Welt sein? Und einfach immer dieses im Bewusstsein haben, die Zeit ist wertvoll. Und es ist schade, wie viel schon vergangen ist in unserem Leben. Und vielleicht durch die Baraka von diesem Scheich und durch die Baraka, diese schönen Worte, vielleicht gehen wir hier raus und sind ein bisschen wachsamer in Bezug auf die Chancen, die wir haben und die uns nicht mehr so entgehen sollen wie früher.